Hallo und willkommen bei The Nosy Rosy, hier ist die Jen. Ja, hallihallo, ich bin wieder da. Ja, letzte Woche gab es leider kein Video von mir, aber ich habe ja letzte Woche genug Videos hochgeladen, ne, vom Elbitch und so, von daher dachte ich mir, das passt schon. Ich hoffe, es war okay. Ich hatte zum Thema letzte Woche eh nicht so viel zu sagen gehabt, von daher so, Schwanz rüber. Kommen wir zum heutigen Wochenthema. Und zwar lautet das Wochenthema, ob es wohl besser ist, eine Partnerin zu haben. Oder was sind die Vor- und Nachteile? Partnerin haben, Single sein. Haben Leute, die immer Singles sind, einfach Schiss vor einer Beziehung vielleicht? Oder ja, wie sieht es da so aus? So, also ich denke nicht, dass Leute, die vielleicht gar nicht Single sind, also ich denke immer, es gibt ja zwei Arten von Singles. Es gibt Singles, die finden das gut, die leben das aus, die haben ihren Spaß und die finden das gut und denke, die finden das dann vielleicht auch wirklich gut. Und es gibt die Singles, die mehr krampfhaft nach einer Beziehung suchen, die finden das sicherlich nicht so gut. also ich weiß nicht, ich hatte eigentlich fast immer eine Beziehung, ich bin auch so ein Langzeitbeziehungsmensch. Ich war nicht so wirklich viel Zeit in meinem Leben Single, muss ich sagen. Obwohl ich es gerne gewesen wäre, nach meiner letzten Beziehung wollte ich erstmal keine Freunde haben und wollte erstmal ja, meine Freiheit und dann kam aber Sandra, meine jetzige Freundin, und dann konnte ich mich nicht dagegen wehren. Ich denke mir, das sind auch immer die besten Voraussetzungen. Wenn man gar nicht sucht, dann findet man auch am ehesten noch wirklich eine Person, die gut zu einem passt. Ja. Und nochmal wirklich wortwörtlich auf das Wochenthema. Ist es besser, eine Partnerin zu haben? In manchen Situationen sicherlich ja. Ich denke zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel in einem Büro arbeitet oder irgendwo arbeitet oder vielleicht auch noch in der Schule und man würde sich ja gerne outen, also man hat eigentlich kein Problem damit, man möchte das gar nicht verstecken und so, aber man möchte jetzt auch nicht hingehen und sagen, ey, ich bin lesbisch, dann ist es sicherlich ein Vorteil, wenn man eine Partnerin hat, weil dann eher das Gespräch mal so darauf kommt, dass man oder dass man halt erzählt, so, ja, am Wochenende habe ich das und das mit meiner Freundin gemacht und hier und da mit meiner Freundin, dann denken die meisten Leute so dann wahrscheinlich mit der Zeit, okay, meinst du jetzt mit Freundin eine gute Freundin oder, ne, so, also ich denke mal, da ist es ganz gut, wenn man eine Partnerin hat und dann ist es sicherlich einfacher, sich zu outen in der Beziehung. Und ja, ansonsten so wirklich auf das Allgemeine, den Alltag, das Leben gesehen, ja, ich denke, es hat alles Vor- und Nachteile. Also, wenn man alleine ist, wenn man Single ist, hat man sicherlich oft, wo man denkt, ja, ich hätte jetzt wäre es schön, wenn da einer neben mir auf dem Sofa sitzen würde oder so. Oder wenn man dann mit Pärchen unterwegs ist, alleine ist es sicherlich auch nicht so schön. Ich glaube, in der Summe ist es vielleicht öfter, ja, was rede ich eigentlich? Ich glaube, allgemein, das muss ich mich kurz sammeln, das wollte ich gerade sagen. Ich versuche das hier immer nicht zu schneiden, ne? Hier so One Take und so. Aber ihr wisst ja schon, wie verfeilt ich bin, oder? Okay, also was ich sagen wollte. Ich glaube, es gibt mehr Situationen, wo es angenehmer ist, eine Partnerin zu haben, als Single zu sein. Ich glaube, die Vor- und die Vorteile bei einer Partnerin sind höher, sind mehr als beim Single-Dasein, würde ich erstmal sagen. Also ich bin zufrieden damit, dass ich eine Partnerin habe. Ne? So. Ja, das war so viel zum Wochenthema. Dann nochmal zurück zum Elbitch-Thema letzte Woche. Also wie ihr sicherlich gesehen habt, war es richtig, richtig cool. Wir haben auch schon Tickets für nächstes Jahr. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr dahin wollt, bucht euch jetzt Tickets. Sie sind teilweise schon wieder ausverkauft. Das ist echt hart. Also ich meine, es ist jetzt noch über ein Jahr, weil nächstes Jahr ist es nämlich erst am 22. April. Na, okay, noch genau ein Jahr ist es jetzt. Und schon ist
so viel ausgebucht. Also dieses Festival, das ist wie ein Magnet, das ist richtig gut und es kommen so viele Menschen dahin aus der ganzen Welt. Ich habe da Französinnen getroffen und Engländerin, keine Ahnung. Also ich habe da irgendwie alle Sprachen so um mich herum gehört. Und es ist einfach richtig schön, es macht viel Spaß und also ich kann es nur empfehlen. Und ich werde da sein und ich glaube, Laura hat sich auch schon Tickets gebucht. Hanna will auch kommen, die sucht glaube ich noch eine Begleitung. Ja, also wir sehen uns dann hoffentlich in einem Jahr, ne? Gut, so. Ach ja, was ich noch sagen wollte, danke an die Mädels, die mich erkannt haben beim Elbeach Festival. Es war sehr lustig und ja, wie ihr wahrscheinlich auch gemerkt habt, war ich auch etwas überrumpelt erstmal und wusste gar nicht so recht, wie mir geschieht. Aber es war echt süß und ja, danke, dass ihr mich angesprochen habt. Das gibt Power, Mut und ja, das macht Lust, noch mehr Videos zu drehen. Gut, so. Und jetzt kommt der große Moment. Es hat lange gedauert, aber Chloeke, wie auch immer man das ausspricht, ein Mädel aus den Niederlanden, die ist, ja, die schreibt uns auch an, die hat auch schon mal ein paar Videos gemacht. Ich verlinke euch das alles mal da unten in der Box. Die hat uns Nosy Rosies ein Päckchen zukommen lassen. Sie hat es mir geschickt. Es ist schon das zweite Päckchen. Das erste Päckchen kam nicht an. Keine Ahnung, wo es gelandet ist. Achtung. So. Ich habe es eben abgeholt beim Nachbarn. Hier, ne? Riesengroß. Das habe ich noch nicht aufgemacht. Ich werde das jetzt mit euch live auspacken, also quasi ein Unboxing-Video. Das mache ich jetzt aber in einem separaten Video. Also jetzt erstmal hier Cut. Woche übermäßig sage ich einfach schon mal Tschüss und bis nächste Woche. Und ja, dann gleich die Jen, das geht nicht. Ich muss schon sagen, naja, bis dann die Jen.